Willkommen bei Hatsch unterwegs. Ich bin Olli. Ich bin Julia und wir nehmen euch heute mit nach Mallorca. Mallorca ist die größte Insel der Balearen und sie liegt im westlichen Mittelmeer. Sie ist sehr beliebt für einen schönen, günstigen Sommerurlaub. Ich muss zugeben, ich habe immer ein sehr vorurteilhaftes Bild von Mallorca gehabt. Ich dachte, ah nee, da geht es nur ums Saufen und ums Kotzen und die Strände sind vermüllt und ah, was soll ich da? Ne? Aber weil das da verhältnismäßig echt günstig ist, hat mich das dann doch mal gelockt und ich dachte, ah, komm, probier es mal aus. Und Mallorca hat wirklich viel, viel mehr zu bieten als den Bierkönig. Richtig tolle Strände, helles Wasser, einsame Buchten, wirklich viel zu entdecken. Es gibt nicht nur die Schinkenstraße. Mit dem Flieger ging es von Hamburg nach Mallorca. Die Flugzeit betrug ca. 2 Stunden. Und wir haben auch einen Transfer gehabt vom Flughafen zum Hotel und auch wieder zurück. Mit unserem Transfer ging es dann für etwas über 2 Stunden tatsächlich zu unserer Unterkunft, da wir ja zwischendurch auch noch andere Gäste absetzen mussten. Fahrt ihr selbst, dann seid ihr ungefähr 1 Stunde unterwegs bis zum Ort Calamandia. Dort sind wir untergekommen im Hotel Calamandia Park Apartment für 6 Nächte, also eine Woche all inclusive für insgesamt 750 Euro pro Person. Da ist Flug und Transfer schon mit drin, war wieder eine Pauschalreise. Das Hotel war etwas abgelegen vom Zentrum, aber dafür hat es traumhafte Badebuchten und wirklich einen richtig tollen Blick auch vom Zimmer aus schon. Das ist traumhaft gewesen. Sehr französisch angehaucht, also sehr beliebt unter den Franzosen. Entsprechend war die Animation auch sehr französisch. Ich habe mit wesentlich mehr Deutschen gerechnet, aber wir waren tatsächlich was Besonderes. Im französischen Teil Genau. Wir waren eher in der französisch beliebten Ecke Mallorcas. Eine alternative Hotelidee von mir noch, da habe ich letzten Wochenende verbracht. Wenn ihr etwas größere Anlagen bevorzugt, wo sich die Leute etwas mehr verteilen auf mehrere Pools, dann kann ich euch das Iberostar Club Calabaca empfehlen im Ort Sabaca Trencata, wenn ich es richtig ausspreche. Ist nicht so weit weg von der Ecke, also ist auch so an der Ostküste von Mallorca. Wir haben uns ein Auto gemietet, damit wir die Insel alleine erkunden können. Wir haben keine Probleme mit der Autovermietung gehabt. Wir brauchten auch nur unser Personalausweis vorzeigen, auch keine Kaution, keine Kreditkarte vorlegen. Und wir haben das Auto für 2 Tage gemietet und haben 120 Euro insgesamt für das Auto ausgegeben. Wir sind mit dem Auto zum Playa Estrengstrand gefahren, einer der schönsten Strände Europas. Wenn ihr angekommen seid, bezahlt ihr eine Parkplatzgebühr von 7 Euro. Jeder kommt am Anfang vom Estrengstrand an. Wir empfehlen euch nicht am Anfang des Strands zu bleiben, wo wir mit dem Auto ankommen, sondern ein bisschen weiter reinzugehen, auch wenn es ein kleiner Fußmarsch ist. Aber je weiter ihr reingeht, desto feiner wird der Sand und desto blauer und heller wird das Wasser. Und es gibt noch viele, viele schöne freie Plätze auch, wo sich nicht alle tummeln, wo ihr euch definitiv schön hinlegen könnt. Wem es gefällt, der hat am Estrengstrand auch die ein oder anderen FKK-Ecken, die ihr finden kann. Nehmt euch was zu essen und was zu trinken mit. Es gibt zwar ein paar Stände, wo ihr auch was kaufen könnt, aber spart euch das Geld, es ist ziemlich teuer. Wir sind mit dem Auto durch die Berge gefahren zur Zacalobra-Bucht. Es ist eine kleine, schöne, gemütliche Bucht. Sind auch viele Einheimische dort, also sehr ruhig auch das Wasser. Ein bisschen vom Tourismus ab. Wenn ihr in den Bergen seid, kommt euch ab und zu auch mal 1, 2 Ziegen entgegen. Die leben nämlich dort in den Bergen. Also nicht wundern und auch langsam fahren. Die Berge sind richtig schön. Auch die Straßen sieht aus, wenn man von oben runter guckt, sieht aus wie eine fette Murmelbahn. Man kann richtig die Autos sehen, wie sie da Stück für Stück die Schlangenlinien Richtung Bucht fahren. Die Bucht selber hat einen Kiesstrand und das Wasser hat auch ganz viele große Steine. Nehmt euch ein paar Wasserschuhe mit, damit ihr euch nicht verletzen könnt. Falls ihr was essen möchtet, gibt es auch ein Restaurant an der Zacalobra-Bucht. Ist auch gar nicht so teuer und schmeckt sehr gut. Die Parkgebühren hängen davon ab, wie lange ihr bleibt. Maximal 15 Euro. Wer schon immer mal eine Tropfsteinhöhle von innen sehen wollte, der sollte direkt die Drachenhöhle Corvos del Drac in Porto Cristo mitnehmen. Die ist auch gar nicht so weit weg von unserem Ort Calamandia gewesen. Da hatte man es wirklich nicht weit. Da kommst du für 16 Euro pro Person rein, kannst dir das alles ganz toll angucken und unten ist dann sogar noch ein unterirdischer See, an dem du ankommst, wo du mit einem Boot dann sozusagen zum Ausgang fahren kannst. Das war wirklich toll und sollte man echt mal mitnehmen. Ja. Wir waren noch in der Stadt Calaradiada, in meinem alten Fischerdorf. Die Stadt ist echt schön gemacht, auch schön aufgebaut. Es gibt eine lange Promenade, da hast du verschiedene Restaurants, wo du auch abends essen gehen kannst.
Es gibt da auch ein paar Diskotheken. Und der Strand ist zwar nicht so groß, der Strandabschnitt, aber im Allgemeinen ist Calaveira eine schöne Stadt, die wir euch auch empfehlen. Und ihr findet dort den größten Hafen im Norden Mallorcas. Wer gerne feiern geht, beziehungsweise einmal im Leben den Ballermann sehen möchte, der ist natürlich beim S-Arenal genau richtig. Da ist der Hotspot, wo du feiern gehen kannst. Es gibt die Schinkenstraße, es gibt den Bierkönig, den Megapark, das Oberbayern, natürlich auch den Ballermann 6. Einfach ein guter Ort zum Party machen. Ich sehe das. Aber auch außerhalb des Ballermanns hat die Ecke um Palma herum viel zu bieten. Gerade vielleicht, wenn ihr auch mit Kindern reist, als Familie unterwegs seid. Dann gibt es noch zwei Wasser-/Erlebnisparks in der Nähe von Palma. Wer den ganzen Tag rutschen und planschen und einfach nur schreien und Spaß haben möchte, der ist da auf jeden Fall auch richtig. Und was wir euch auch noch empfehlen, ist die Palma-Kathedrale direkt im Palma-Zentrum. Es ist eine schöne, große Kathedrale. Man kann die Kathedrale auch besichtigen. Und auch allgemein die Palma-Stadt ist schön aufgebaut. Man kann viel shoppen gehen, ein bisschen schlendern. Die Gesamtkosten ohne Verpflegung waren rund 850 Euro pro Person. Das Fazit von Mallorca: Mallorca ist eine traumhafte, schöne und spannende Insel. Wer einen schönen und günstigen Sommerurlaub haben möchte, der ist auf Malle genau richtig. Es gibt zahlreiche, viele schöne Orte, die man besichtigen kann und es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Die Spanier haben ihr eigenes Temperament, aber sind eigentlich alle auch super freundlich und haben keine Sorgen, so scheint es zumindest. Wir würden jederzeit wieder hinfliegen, weil es wirklich ein verhältnismäßig günstiger und dafür wirklich schöner Sommerurlaub. Wir wünschen euch viel Spaß auf Mallorca und hoffentlich habt ihr einen schönen Sommerurlaub und ihr konntet noch ein paar Tipps von uns mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.